Es sind wohl stürmische Zeiten, auf die sich die Arbeitgeber einstellen müssen. Die Klinikbeschäftigten zeigen zumindest, dass sie sich nicht so leicht unterkriegen und nicht so einfach abspeisen lassen. Während sie durch Saarbrücken marschieren, läuft in den Krankenhäusern nur ein Notbetrieb, so die Gewerkschaft Verdi. Auch mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 7 kommunalen Kliniken in Rheinland-Pfalz machen hier ihrem Ärger Luft. Mittlerweile gibt es nur noch eine Klatsche ins Gesicht von den Arbeitgebern. Also die Forderungen stehen ganz klar, aber es gibt ja kein Angebot. Also systemrelevant sind wir nicht mehr. Wir wurden ganz schnell vergessen. Also wir möchten jetzt auch endlich mal gehört werden und möchten jetzt auch entlohnt werden für das, was wir leisten. Während Corona hat man geklatscht, da waren wir die Besten und jetzt werden wir mit Angeboten es ist nicht zufriedenstellend. Ne? Ohne uns geht da nichts in den Kliniken. Vom Balkon klatschen während der Corona-Pandemie können sie sich nichts kaufen, sagen die Pflegekräfte. Für kurze Zeit wurde ihr Einsatz in den Fokus gerückt. Sie waren besonders gefordert. Jetzt können viele Pflegekräfte einfach nicht mehr, heißt es auf der Kundgebung in Saarbrücken. Die harte Arbeit müsse zumindest deutlich besser bezahlt werden. Die Forderung 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Wir alle arbeiten unter hohem Arbeitsdruck, große Arbeitsbelastung. Uns fehlen viele, viele Kolleginnen und Kollegen in euren Abteilungen, in euren Bereichen. Und diese Beschäftigten wegen verfehlter Gesundheitspolitik der letzten Jahrzehnte zur Kasse zu bieten, das ist eine Frechheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden uns das nicht gefallen lassen. Der kommunale Arbeitgeberverband aber hält die Forderungen der Gewerkschaft für überzogen. 10,5% mehr Lohn ist eine stattliche Forderung, mit die höchste Forderung, die es zurzeit gibt. Und die Forderung für 12 Monate ist definitiv zu viel. Die nächste Verhandlungsrunde ist Ende des Monats. Sollten sich die Arbeitgeber nicht deutlich bewegen, werden sie wiederkommen, sagen die Beschäftigten der Kliniken.